Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS 2 hier auf meinem Kanal. Und ja, nachdem ich eben mit Treibern gekämpft habe, den mir Windows anscheinend zerlegt hatte und ich den neu installieren musste, geht's jetzt wieder. So, ich habe uns eine Fracht rausgesucht. Ich überlege gerade, wie wir dieses Martyrium hier umgehen können, weil 170 Kilometer ist mir jetzt ein bisschen too much. Ich will mal ganz kurz gucken. Wie war das noch? Wir gehen mit der, genau, der 8 auf dem Steuerbord. Ja, hub mal, mir egal. Werden ein bisschen hummeln, weil wir wollen ja die Fracht abholen. Ich 695 Kilometer fahren. Übrigens, ich bin zum Parkplatz gefahren, habe gepennt. Ich denke mal, boah, die kommen mir doch so bekannt vor, hier Landwirtschaftssimulator. Ich denke mal, wir holen die genau da ab, wo wir sind. Oh, wir gucken uns das mal von oben an. Ja, aus dem Raffineriegebiet. Wir werden unseren Trailer ablegen. Wir werden Benzin fahren. Hinten ist nichts mehr. Aber es wirkt schon riesig. So, jetzt müssen wir mal eben gucken, wo wir unsere Karre hinstellen. Ja, nicht hier inmitten der Grenze. Das geht nicht. F9. Platzieren wir uns hier einfach mal hin. Sind angekommen und können jetzt die Fracht abholen. Übrigens, Däumchen wären Träumchen, Abo noch viel schöner. Klickt auf die Glocke, dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt auf meinem Kanal. So. Die Fracht ab. Aufträge. Nee, Quack. Ja, doch, den hier. Auftrag annehmen. Genau. Der Trailer kann zurück. Der wird durch einen Kollegen jetzt abgeholt. Wir holen hier unseren Benzinanhänger ab. Er passt sogar farblich einigermaßen zu uns. Ja, irgendwas hat hier sowieso nicht gestimmt. Das hat, also irgendwie reagiert er jetzt auch wieder ganz anders. Wird erstmal wieder eine Umgewöhnung werden. Manchmal passiert's, ne? Ja, schon interessant. Gestern funktionierte noch alles tadellos. Heute dann mit mal Treibercrash. Vanuit. So. Wir haben ganz sage und schreibe, wir haben 2000 193 Kilometer vor uns. Das ist ein weites Stück. Ich habe geschlafen. Wir sind also ausgeruht. Von daher ich habe mal die Automatik umgestellt auf lernfähige Automatik. Und das, was so rappelt, ist das Lenkrad. Das ist das Force Feedback. Und zwar wollen wir energiesparend fahren. Eieiei, gut, dass ich das Lenkrad jetzt nicht in der Hand halte.
Ja, neue Busse am Start. Wasser. Irgendwie hatte sich alles verstellt, Lenkung und so weiter, aber das war mir gar nicht so bewusst. Jetzt habe ich tatsächlich das normale Konzept wieder. Aber da zentriert sich die Lenkung nicht automatisch, so wie es auch im realen Leben nicht passiert. Ich habe noch nie eine Servolenkung gesehen, die das Lenkrad wieder in Ausgangsstellung zurückbefördert. Aber das gucken wir uns beim nächsten Halt einfach mal an. Das ist in etwa 10 Minuten. So. Ja, wir fahren manchmal zu schnell in den Kreisel rein. Das ist schon soweit richtig. Aber wir haben ja keine Zeit und viele Kilometer vor uns, ne? Ist ja immer Termindruck. Das ist ja das Problem heutzutage. Mal früher, ne, als ich noch klein und jung war, ne, da hatten die Leute mehr Zeit. Ein paar Mal gesagt, mein Stiefvater war LKW-Fahrer, die haben zu zweit auf dem Bock gesessen. Da fuhr nie einer alleine. Im Ausnahmefall, mal wenn der Kollege krank war, und selbst dann gab es einen Ersatzmitfahrer. Das ist. Und heute? Willst du machen? So. Update haben wir nicht gehabt seit gestern. Aber wir legen natürlich los. Gut, auf der Autobahn 90 dürfen LKW nicht, wird aber in der Realität tatsächlich so toleriert. Hier im ETS2 nicht, aber naja, irgendwas ist ja immer, ne? Guck mal, er gibt halt wieder Kohle hier. Hätten auch schon mal mehr Geld, weil wir haben den LKW bzw. den Dingens gekauft hier, ne? Den Trailer. Und obwohl eingestelltes eigene Trailer in Traffic, werden wir denen so wenig oder fast überhaupt nicht begegnen. Ich ein bisschen schade. Man müsste, Entschuldigung, wirklich mal einen eigenen entwickeln und auf die Strecke schicken. Mal zu gucken, ob die irgendwo auftauchen. Ja, hier geht's bergan, ne? Schafft unser Volvo hier super, locker, leicht. Es muss nicht immer Scania sein, ein anderer Schwede tut's auch.
Gespannt, wann die neuen von Mercedes reinkommen, die neuen Actros. Oder ob ich da wieder auf Mod zurückgreifen muss. Guck mal hier. Hier ist wieder so eine riesen Parkanlage, Parkplatzanlage. Zieht sich rüber bis auf die andere Seite. Vorne ist wieder Mautstation. Mehr als 30 darfst du hier nicht haben, dann ballerst du gegen die Schranken. Warum rubbelt das so? Wo fahre ich drauf lang? Platten Reifen oder was? Könnte mal irgendwo in die Werkstatt fahren. So, aber wir müssen langsam aber sicher einen Parkplatz bzw. Stellplatz finden, wo wir uns hinparken können. Notfalls auch in eine Nothaltebucht oder auf den Standstreifen. Da vorne der Parkplatz kommt mir eigentlich gelegen, ja. Wir sind ein bisschen früh dran. Aber genau, wir können uns noch kurz was angucken. Und wollen noch nicht durch. €5. Naja, Mensch, das geht doch. Ob wir fahren hier rüber, parken werden wir nicht. Das hätte nicht passieren dürfen. Aber alles gut. So, jetzt wollte ich nämlich was gucken. Und zwar Lenkung. So. Und so bleibt das nämlich stehen und so würde, da wäre das beim echten LKW nämlich auch der Fall. Und so gehört sich das. Genau, wir gucken mal eben ganz kurz auf die Karte, wo wir hin müssen. Das ist ja doch ein ganz schönes Stück. Das hier haben wir bis jetzt geschafft. Das hier haben wir noch vor uns. Alles schon Strecken, die wir schon gefahren haben. Ja. Alles Landweg. Alles noch ganz weit. Wir haben es auch irgendwas neu. Genau. Klagenfurt vorbei. Bis nach Szeged. Ja. Hier könnte man dann auch mal durchfahren. Hier diese schöne kleine Strecke, die scheint auch... Ja, entweder haben wir sie noch nicht gefahren oder die ist neu. Wie dem auch sei. Ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Freue mich, wenn ihr morgen früh wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich erstmal ciao, ciao. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi.